Herzlich willkommen zurück zu Anno 1800. Ich bin die Miri. Die letzte Phase des Baus unserer Weltausstellung hat begonnen. Im Moment warten wir noch darauf, dass dieses Kraftwerk hier mal mit Strom versorgt wird. Aber ansonsten sind wir schon ziemlich weit gekommen. So in einer guten halben Stunde, denke ich, ist dann diese Sache auch erledigt. So. Das ist gut. Wir können uns jetzt zwischenzeitlich mal hier wieder ein bisschen um unsere Leute kümmern. Wir brauchen nur noch 100 Investoren, um hier weiterzukommen. Das wäre ja fast mal wieder eine Idee, ne? Erstmal werde ich hier noch eine Straße durchziehen. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass wir diese hier zum Beispiel hier unterbringen. Und die dann mal aufsteigen lassen. Ertragreich. Genau. So, und jetzt wollen sie nämlich Dampfwagen. Jetzt geht das los. Das ist eine ziemlich umfangreiche Produktionskette, wie ihr hier seht. Also erstens brauchen wir Motoren und zweitens brauchen wir Kutschen. Also die Karosserie, wenn man so will. Und das wird dann am Ende zu einer Dampfwagenfabrik verbunden. Wir haben jetzt bisher noch hier kein Messing, glaube ich, im großen Stil hergestellt. Nur diese eine, die wir vor allem für die Brillen brauchen bisher. Was war das nochmal, dass ich jetzt... Ja. Da müssen wir uns jetzt mal kurz überlegen, wie wir das Ganze machen. Und wo wir das Ganze machen. Weil wir haben ja hier drüben auch ein schönes Industriegebiet. Kupfer hätten wir hier auch. Das könnte man auf jeden Fall schon mal bauen. Was wir noch brauchen, ist Zink. Gucken mal, hier hätten wir auch Zink. Ja, also okay, wir haben generell mehr Kupfer als Zink. Das gefällt mir natürlich gar nicht. Hier haben wir auch kaum Baumaterial. Hier wäre wenigstens mal ein bisschen was. Also erstmal müssen wir mit Baumaterial irgendwie da hinkommen, damit wir diese Sachen überhaupt bauen können. Wir brauchen... Dazu glaube ich von allem etwas. Welches nehmen wir denn? Wir nehmen jetzt mal das hier. Abdrehen beginnen. Zink wäre hier zum Beispiel. Easy peasy. So, während wir darauf warten, was wir schon mal machen könnten, ist auch, dass wir hier diese Karosserie vorbereiten. Wir brauchen auf jeden Fall auch Kautschuk dazu, aber wir haben sowieso immer ein bisschen mehr, als wir bisher verbrauchen. Deshalb könnte es sein, dass es sogar reicht. Holz haben wir auch. Und der ist jetzt auch nicht so schnell. Allerdings bräuchten wir zwei Kutschenfabriken. Für eine von denen. Weil der in einer halben Minute fertig ist. Und der braucht ohne Elektrizität 2 Minuten. Das heißt, ich brauche 2 mit Elektrizität. Stellt euch mal vor, wenn wir keine Elektrizität hätten, wie viel wir davon bräuchten. Das ist ja absurd. Ja. Nummer 1, Nummer 2. Okay, es reicht natürlich wieder das Baumaterial nicht. Überraschung. Bereit für den Einsatz. So. Bisschen was davon hier rüber. Höhenruder einstellen. So, und das hier will ich natürlich auch verteidigen. Ich habe hier schon jemanden hingeschickt. Wir wollen hier auf jeden Fall den Hafen verteidigen. Eine Produktion wurde angehalten. Falls wir irgendwie mal angegriffen werden sollten hier. Deshalb kommt jetzt hier erstmal die großen Kanonentürme hin. Da fehlt mir schon wieder das passende Equipment. Hier brauchen wir nochmal eine Geschützstellung. Da bauen wir auch nochmal eine hin. Das ist so eine Grundverteidigung, die ich jetzt hier aufbaue. Die mache ich auch gleich mal ein bisschen stärker, weil wir von dieser Industrieinsel schon sehr abhängig sind. Und da wäre es gut, wenn wir uns da verteidigen könnten. Die Menschen lassen sie hochleben. Habe ich denn genug Kanonen dafür?
Ja. Flaggschiff erwartet Anweisung. Dann können wir ja weitermachen. Zum Beispiel hier. Da sind werden wir jetzt aber nicht so viel brauchen. Die Insel ist ja relativ wenig besiedelt bisher. Nämlich eigentlich Admiral. Gar nicht. Admiral! So, Mine bauen. Das war jetzt schon mal der Zink. Wobei das hier natürlich nicht elektrifiziert ist. Und das andere schon. Also wäre es die Idee, dass man vielleicht beide gleich hier ranholt. Wo ist denn das andere? Ist das hier hinten? Ne? Das passt ja ganz gut. Wenn das hier alles nur in einem Berg drin ist, dann bauen wir das Lagerhaus genau in die Mitte. Und alles ist gut. Jetzt brauche ich nur noch ein vernünftiges Schiff dafür. Haben wir vielleicht bei den Routen für die alte Welt noch ein paar? Also, ich guck mal kurz, wo die sich hier eigentlich gerade so befinden. Ein Feuer ist ausgebrochen. Irgendwo brennt's. Hier schon wieder. Warum brennt's eigentlich neuerdings immer so heftig bei diesen ganzen Farmen? Das bin ich so gar nicht gewohnt. Merkwürdig. Höher stabil. So, erstmal das. Also, Kanonentürme. Geht natürlich auch ordentlich auf den Einfluss. Jetzt fehlt es hier wieder an Stein. Aber den produziere ich ja selber, also da muss ich jetzt nicht drauf warten. Der hier kommt bitte auch mal wieder zurück. Diese Stadt zieht helle Köpfe magisch an. Madame Blanc, Maître d'Hôtel. Beeinflusst das Grand Hotel plus 10% Zufriedenheit, minus 5% Brandgefahr, Krankheitsgefahr, Bedürfnismalus. Bewohner verbrauchen 20% weniger Limonade und so weiter. Das ist ja mega. Wie kriege ich das dahin? Ist das ein Rathaus-Item? Ja. Konfitüre, Limonade und Brot. Das ist ziemlich cool. Ist natürlich ein bisschen schade, dass die nicht alle im Umkreis sind, aber ich könnte wenigstens dieses Hotel hier damit versorgen. Das ist doch cool. Ach so. Es könnte sein, dass wir jetzt mittlerweile den Zimt freigeschaltet haben. Das wäre für das eine Rezept mal noch eine Idee. Ja. Flaggschiff steht zu Diensten. Nächstes Thema hier. Ja, der bekommt jetzt hier einmal einen großen und einmal einen kleinen Kanonenturm. So. Admiral auf das ist jetzt halt auch Brücke. Wirklich die kleinste Küste, die ich mir da ausgesucht habe, ne? Naja, gut. Klein lässt sich vielleicht ganz gut verteidigen. Wir nehmen diese Kanonen und jetzt haben wir auch kaum noch Einfluss, um überhaupt noch was zu bauen. Wir brauchen auf jeden Fall auch noch ein bisschen Stein. Also wir müssen erst dann wieder an mehr Einfluss kommen, bevor es hier weitergehen kann. Die Expedition hat sich gemeldet. Der Flüchtling. Die örtlichen Behörden suchen nach dem Flüchtling, den sie aufgenommen haben. Ein in Lumpen gekleideter Mann bietet ihnen an einem Hafen seine Dienste an und sagt, er würde alles erledigen, was anfällt. Im Gegenzug bittet er um Verpflegung und die Chance, in ihrer Mannschaft aufgenommen zu werden. Anders als bei anderen vorübergehenden Aushilfen, schließen die Seeleute ihn bald ins Herz und denn er hilft überall aus, wo etwas zu tun ist, versteht schnell die Stimmung auf dem Schiff und mischt bei Debatten über den weiteren Kurs der Expedition mit. Seine Fähigkeiten zeugen von Erfahrungen, die die eines einfachen Seemannes weit übersteigen, doch ihre Mannschaft respektiert seine Verschwiegenheit. Als ihr Schiff den Hafen verlässt, wird es von einem patrouillierenden Kriegsschiff angehalten. Sie suchen nach einem Regimekritiker und die Beschreibung passt genau auf ihren neuen Rekruten. Ach herrje. Ja, wir können entweder so tun, als hätten wir ihn noch nie gesehen, dank unserer Redegabe. Oder wir drohen und sagen, wollt ihr kämpfen? Oder wir sagen, sie haben uns nicht gesehen, dann können wir ein Bestechungsgeld anbieten. Ich würde sagen, wir versuchen erstmal zu lügen, wir oder? Wir brauchen Sie und Ihr Feingefühl.
Ihrer Mannschaft verkauft der Patrouille eine glaubhafte Lüge. Die Flammen wurden gelöscht. Hat hier jemand irgendwo irgendjemanden gesehen? Die Seeleute studieren das Bild des Flüchtigen, spekulieren, wo er sich als blinder Passagier versteckt halten könnte und wühlen durch die Ladung, während der Flüchtling sich unbemerkt unter den Vorräten verbirgt. Das vorgetäuschte Engagement überzeugt die Behörde und das Schiff entfernt sich wieder, nachdem sie sich überschwänglich für die Bemühungen bedankt hat. Als der Hafen außer Sichtweite ist, kommt der Flüchtling aus seinem Versteck hervor und trägt ein breites Grinsen auf den Lippen, das allein schon Dank genug ist. Ein neuer Rekrut für ihre Expedition. Oha, ein Perlentaucher. Sehr schön. Der bringt uns Jagdglück. Dann können wir ja vielleicht die Felle hier einfach ausnehmen. Und die Zeitung ist auch schon wieder da. Das mit dem Krieg ist doch auch schon wieder Schnee von gestern. Okay. Es bleibt uns ja nichts anderes übrig. So. Ist immer dasselbe, was wir schreiben. Der Pöbel ist zufrieden, wenn man es ihm oft genug sagt. Bereit für neue Befehle. So. Also, diese schweren Geschütze werden wir natürlich, wenn überhaupt, in Crown Falls einsetzen. Hier würde ich gerne noch verteidigen. Und die Kutschenwerkhalle können wir auch schon bauen. Jetzt. Das Thema Messing. Achso. Zink haben wir jetzt schon ein bisschen. Ich werde das jetzt erstmal mit einer Charterroute, glaube ich, rüberschicken. Zink von Vadukas nach Tifkerub. Alles, was wir dort haben. Genau. Damit können wir dann hier auch die Motorenfabrik demnächst bauen. Erstmal brauchen wir allerdings hier Messing. Ich brauche hier vor allem auch mal mehr anderes. Also Messing. Dann Hochofen. Das ist natürlich wieder das ganze Thema mit der Kohle und so weiter. Weil Eisen haben wir genug, aber Kohle haben wir halt gar nicht als Vorkommen hier. Hier hätten wir ein Kohlevorkommen. Ich glaube, hier hatte ich schon mal was angedacht. Da kann ich mich noch dran erinnern. Dann nutzen wir das jetzt auch mal. Dass wir hier eine Route einrichten, könnten wir auch eine Charterroute machen erstmal. Die Ware ist natürlich Kohle zwischen Knolleschoten und Tifkerub. Machen das so. Okay. So. Wir brauchen nämlich auch noch Eisen. Also Stahl. Und zwar eine reicht erstmal. Können wir hier so hinstellen. Dann brauchen wir natürlich noch die Motorenfabrik. Die auch nirgendwo richtig hinpasst. Also wir brauchen auf jeden Fall sehr viel Stein hier. So. Und ja, dann eben die Dampfwagenfabrik. Und das ist ein Riesengebäude, wie ihr seht. Ja, können wir ja eigentlich dahin stellen. Ist wahnsinnig teuer, wahnsinnig groß, braucht wahnsinnig viele Arbeitskräfte. Aber das sollte alles kein Problem sein, dank Pendlerkai. Ich schicke den nochmal los. Ich glaube, ich werde mal hier ein paar Steine organisieren. Könnten wir allerdings auch mit der Epiphania machen. Dass die hier nochmal 100 Tonnen mitbringt. Wir werden wahrscheinlich auch nochmal Stahlträger brauchen. Glas und das hier auch. Ja, noch mehr Stahlträger. Kann man nie genug von haben. Ansonsten wird das hier ja eh nichts. Hier fehlen die Rohstoffe. Ist das so? So, wir machen hier mal noch ein Lagerhaus hin. Sicher ist sicher. Läuft's hier? Gut. Die Weltausstellung ist fast fertig, Leute. Es ist fast fertig. Das ist doch mal richtig gut. Warum wird nicht hin und wieder ein Bankett veranstaltet? Interessant, die Schokolade reicht nicht aus. Müssen wir mal gucken. Wo habe ich die Schokolade nochmal hergestellt? Hier in Narazia.
Wie viel ist denn das? Das muss gerade abgeholt worden sein. Was darf es sein? Hier kann eigentlich auch mal wieder zurück hierher kommen. Baumwollstoff. Frachtschiff steht bereit. Ist auch was anderes. Der hier, 37 Tonnen Schokolade. Das scheint nicht zu reichen. Okay, dann müssen wir das schon ausbauen. Gucken wir mal, woran es hapert. Zucker ist wenig, aber wenn das aufgeht, das ist ja an sich in Ordnung. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr davon. Also nochmal Zucker. Auf jeden Fall noch eine zweite Schokoladenfabrik und die Kakaoplantage wird wahrscheinlich nicht mehr ganz reichen. Seht nur, also, wir befinden uns in bester Gesellschaft. Noch eine, auch gerne direkt mit Traktor, sicher ist sicher. Ich habe schon wieder eine Schwester bekommen. Okay. Kakao auch vorhanden. Ein großer Moment. Gut, ich gehe einfach mal davon aus, dass man das einfach erweitern muss in dem Fall. Die Expedition ist auf jeden Fall wieder da. Bringt mit das Leichentuch des großen Königs, den königlichen Goldring und eine Aureus-Münze. Gehört jetzt alles drei nicht zu einer Sammlung dazu. Was aber auch okay ist. Dann ist das halt so. Tja, was machen wir jetzt für eine Expedition? Ich hätte ja gerne auch mal eine botanische. Haben wir aber nicht. Nehmen wir jetzt mal die zoologische hier. Das macht natürlich auch wieder die Morgenröte. So, Jagdglück ist schon mal dabei. So wie auch Navigation, das haben wir schon mal mit einem Streich erledigt. Wir nehmen wieder Ladilu mit, denke ich. Was haben wir denn hier noch für krasse Leute? Also Ladilu. Wegen der Heilkunst und... Tja, weiß nicht, ob wir hier noch irgendwas Gutes haben. Was jetzt richtig gut helfen würde. Naja, für Navigation könnte man hier nochmal den kurzen Schraubenpropeller mitnehmen. Und dann nehmen wir natürlich Schnaps mit. Für Jagdglück haben wir die Felle und noch irgendwas anderes. Deine Produktion wurde angehalten. Irgendwas, was uns nochmal Essen bringt. Vielleicht nochmal ein bisschen Bier. So, Expedition beginnen. So, der hier hat immer so kurze Aussätze, aber es scheint jetzt doch wieder zu funktionieren. Es ist auch nicht mehr viel, also ich muss nur noch wenige Tonnen hier hinbringen. Und dann ist das ganze Thema eigentlich erledigt. Neutralen Auftrieb erreicht. So, da haben wir auch wieder unser Baumaterial. Tja, und dann kann es weitergehen. Also, wir brauchen Messing. Wir brauchen dann Motoren. Und daraus wiederum wird dann die Dampfwagenfabrik. Jetzt fehlen uns tatsächlich die Ingenieure. Jetzt ist wirklich der Punkt erreicht. Macht nichts, wir werden hier einfach nochmal ein paar aufsteigen lassen. Es kommen ja auch gleich nochmal welche dazu. Wenn der hier fertig ist, brauchen wir die Arbeitskräfte ja in der Weltausstellung nicht mehr. Ja, die hier können wir eigentlich auch aufsteigen lassen. Erledigt. Jawohl. Das war's. Die Weltausstellung ist erledigt. Phase abschließen. Das ist sie. Die Weltausstellung. Dies ist die wohl fortschrittlichste Stadt in unserem gesamten Königreich. Ja, seht ihr mal. Wir fühlen uns sehr willkommen. Oh, die Besucherin freut sich. Sie sind ein äußerst charmanter Gastgeber. Oh.
Fernando de Faro, Kaffeeliebhaber und durch ein Schuft. Was habe ich denn da gerade bekommen? Und wo habe ich das bekommen, ist die gute Frage. Jetzt mal ohne Scheiß, wo habe ich denn das jetzt bekommen? Mal nicht die ausgerüsteten Sachen. Alle Inseln. Hier. Ah, Bedürfnisbonus Kaffee. Durch und durch ein Schuft. Verstehe. Und die hier vielleicht auch noch? Beeinflusst Uhrenwerkstatt und Goldschmiede. Attraktivität plus 8. Zusätzliche Waren. Goldbarren. Das ist richtig stark. Susanna Brightwoman bringt Licht ins Dunkel. Ja. Das wäre natürlich mal ein Argument, hier das so zu gestalten, dass die ganzen Uhrenwerkstätten und Goldschmieden auf einem Haufen sind. Damit wir spannen Sie die Hosenträger das machen können. Und katapultieren Sie sich ins Unbekannte. Ja. Und da geht's auch schon los. Archie hat eine Aufgabe Freunde für uns. Von mir sollten stets nach dem Außergewöhnlichen streben. Ah, er ist wohl ein bisschen eifersüchtig, dass ich es geschafft habe und er noch nicht. Denke ich mal. So, Archie bittet uns zu sich. Da werden wir natürlich Kleine sofort eine antanzen. Explosion erschüttert eine ihrer Fabriken. Wir haben ja schon lange nicht mehr angetroffen. Die Glühbirnenfabrik ist gerade explodiert. Also so viel zum Thema, es geht uns ein Licht auf. So war das nicht gemeint. Feuerwache. Scheiße, Mann, das brennt jetzt ja alles. Okay. Also wir nehmen uns mal den hier und stellen den daneben. Dann brauchen wir natürlich eigentlich mehr Einfluss. Erreichen wir jetzt vor allem, indem ich erstmal hier ein paar Leute aufsteigen lasse. Ach, wir haben nicht genug Baumaterial. Was fehlt das denn genau? Das Leben hier ist eher statisch. Fenster. Wie so oft. Habe ich nicht angefangen, mehr hier rüber zu bringen? Ja doch, also Glas hat sich verbessert. Ach so. Wie wir uns nach dem Meer gesehnt haben. Und wir müssen natürlich die Route hier entsprechend anpassen. In Cap Trelawney. Auf zu neuen Ufern. Dass auch die Dampfwagen hier rüber transportiert werden. Da passt noch ein bisschen was hin. Die ersten sind nämlich schon fertig. Okay. Ja, Weltausstellung. Das Gesuch ist angenommen. Hier gibt es verschiedene Ausstellungsthemen. Das funktioniert jetzt so, wir sollten umgehend investieren. Dass wir eine bestimmte Ausstellung ja, veranstalten können. Im Moment nur eine bescheidene, weil wir nicht so viele Investoren haben. Je mehr wir davon haben, desto größere Ausstellungen können wir durchführen. Für die Vorbereitung müssen wir einige Waren liefern. Knabbereien und Häppchen, Getränke, Obst, Elektrizität. Wir wissen aber vorher nicht genau, was es sein wird. Man sieht hier nur, was es sein könnte, aber was genau davon gebraucht wird, wissen wir nicht. Wir haben eine gewisse Vorbereitungszeit, in der Zeit müssen wir das schaffen. Und wenn wir das erfolgreich geschafft haben, bekommen wir zum Beispiel 3 Ornamente und Gebäude. Ich würde sagen, wir fangen jetzt einfach mal hier damit an, mit dieser Sache, und gucken mal, was er braucht. Also, er möchte 30 Tonnen Bananen, 30 Tonnen Fische und 60 Tonnen Bier. Und natürlich braucht er auch Elektrizität, bin ich mir ziemlich sicher. Wir gucken mal, ob er alles davon hat. Also, wir haben 30 Tonnen Bananen auf jeden Fall. Wir haben auch genug Fisch, da bin ich ziemlich sicher. Und Bier haben wir auch. Also, es ist alles da. Deswegen muss er natürlich auch weiterhin in der Nähe eines Lagerhauses stehen. Ja. Aber das wäre das. Es dauert jetzt, wie gesagt, eine gewisse Zeit, bis das dann hier alles angekommen ist. So langsam gehen die Vorbereitungen voran. Und je besser das Ganze vorbereitet ist, desto mehr Attraktivität bekommen wir durch die Ausstellung. Und desto besser sind eben die Belohnungen. Wird es eben, wie gesagt, ein bisschen dauern, dann findet die eine ganze Weile statt. Und dann irgendwann ist sie vorbei und wir bekommen unsere Belohnung. So einfach ist das.
So, die Schokolade ist wieder da. Vielleicht könnten wir auch übergangsweise hier irgendwie ein bisschen Schokolade reinhandeln, bis wir wieder ein ganz gutes Polster haben. Das wäre vielleicht eine ganz gute Idee. Ja, Bananen könnten wir uns vielleicht auch mal reinhandeln, wenn das jetzt hier gebraucht wird für die Ausstellung. Wäre das nicht verkehrt, wenn wir da was hätten? Was können wir denn da stattdessen nehmen? Fisch? Handle ich an sich schon raus, aber nicht so viel. Ja, wir brauchen auch nicht so viel. Ich glaube, mit 50 Tonnen Fisch sind wir auch völlig gut bedient. Das ist gut. Ich guck gerade ein bisschen, die Touristen haben wir jetzt auch was Neues. Und zwar wollen die jetzt... Seine Truppe ist ganz schön auf Zack. Wollen die jetzt ein Shampoo haben? So, jetzt, wo ist das nochmal alles explodiert? Die Flammen, das war hier. Wurden gelöscht. Genau. Also, die Glühbirnenfabrik wird natürlich wieder aufgebaut. Sind sie soweit? Das können wir eigentlich erstmal wieder stoppen. So viele Glühfäden brauche ich ja nun doch wieder nicht. Und Archie hat sich gemeldet. Wir sind bei ihm angekommen. Archie fragt sie mit hochrotem Kopf, ob sie ihm zum Tee Gesellschaft leisten. Na sicher. Ich habe Mr. Rohit Bhargavas Pläne für die Great Eastern verloren und damit ihre Fertigstellung noch weiter verzögert. Die Steuerzahler wollen endlich ihren Traum wahr werden sehen. Sind sie zum Tee zurück? Doch erst gab es mit dem Prototypen jedes nur erdenkliche Problem und jetzt auch noch das. Dies ist ein Meilenstein in der Finanzwelt. Der arme Rohit muss von vorn anfangen und bittet um Fotos von der Weltausstellung, seiner ursprünglichen Inspiration. Ja, das ist natürlich kein Problem. Die müssen wir jetzt einmal fotografieren. Eine pedantische Medizinerin. Oh, das ist für diese Krankenhäuser gut. Ja, Gott, so viele Sachen passieren auf einmal. Erstens, die erste Ausstellung findet statt. Das ging jetzt recht flott. Wir sollen das auch gleich fotografieren. So. Sehr schick. Und überaus reizend. Bekommen dafür erstmal ein bisschen Geld. Das ist ja schon mal nett. Okay. Da ist doch einiges passiert. Wir sehen uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, macht's gut, eure Miri.